Gott, Karl, mach einfach die Türe auf! Es ermüdet mich, Charles. Es ermüdet mich. Ich finde die Lösung dieses Rätsels nicht. Hilf mir! Wenn ich die Bude einfach mal durchschauen. Dieser Fernsehtisch ist aus Holz und hat mehrere Schubladen. Hey, weh dir! Eine Entwicklerdose. Sowas braucht man, wenn man Filme entwickeln will. Finde ich eine Tüte Koks. In der Schublade finde, in der Schublade finde ich einige Klammern. Okay. An der Wand steht ein weißes Sofa. Ein Tisch, dessen Tischdecke geometrische Muster aufweist. Neben dem Sofa steht ein Beistelltisch mit einer Lampe. Was ist das? Soll ich die Lampe darstellen? Das kann ich nicht durchschauen. Vielleicht das Badezimmer? Vielleicht mal Blumen hingepflanzt, der Junge. Hier stehen ein Shampoo und eine Spülung. Beide tragen das Logo einer Marke, die unter Jugendlichen beliebt ist. Blumen auf der Toilette, jeder wie er mag. Auf den Spülkasten liegen Utensilien zur Filmentwicklung. Er scheint seine Filme hier im Badezimmer. Ja, das macht er, das hat er erwähnt. Ja, dann nehmen wir halt Aquamarin. Im Schrank befindet sich eine Menge Geschirr. Hier steht ein weißer Kühlschrank, der absolut keine Besonderheiten aufweist. Das ist eigentlich auch nichts, halt, das ist ein Regal. Vielleicht können wir das Regal noch durchschauen. Alles sauber hier. Neben dem Schrank mit dem Geschirr befindet sich ein abschließbarer Schrank. Also auch nichts. Charles, du enttäuscht mich gerade ein wenig. Wenn ich ehrlich bin. Hier liegen ein paar Bögen Papier in ein paar Umschläge und ein Füller. Das ist ein anderes Papier als das Papier des Auftragsbriefes. Hier stehen mehrere kastenförmige Aktenordner. Darauf kleben kleine Aufkleber, auf denen Negative steht. Auf dem Regal stehen Bücher über Geschichte und Theorie des deutschen Stummfilms. Stimmt ja, Charles hat ja vor, Regisseur zu werden. Und es sieht nicht aus, als wolle er Actionfilme produzieren. Langweilig praktisch. Wahrscheinlich Trolls hat er gemacht oder so. Oder König der Tiere. Hier liegen ein paar Bögen, Papier, ein paar Umschläge und ein Füller. In der Ecke steht ein Schreibtisch aus Holz. Charles, ich finde nichts. Ich finde einfach nichts. Nein, ich hab nichts. Ich finde nichts. Also es hat keine Person mehr was. Das bedeutet, wir müssen dementsprechend selber suchen. Ich könnte darauf gehen nochmal. Soll ich es probieren mit dem vierten Stock? Ich könnte den vierten Stock mal da suchen. Speichern wir mal kurz. Dann versuche ich mal in den vierten Stock einzudringen wieder. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, die mir einfallen würde. Suche ich seit einer halben Stunde das Zeugs. Ach bitte nicht. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen spannend. Mach die Tür auf. Es bringt doch nichts. Ja, Kyle, ich habe keine Ahnung. Dann gib mir einen Hinweis, wo ich eine Folie empfinde oder keine Ahnung, Blut, schneid dir das aus den Adern raus oder irgendwas anders.
Oder war das von Sydney irgendwie ein Hinweis, dass ich den Aufzug verwenden soll? Ich weiß es nicht. Du bist auch keine Hilfe, du Hund. Wenn ich nicht selber geschaut hätte, dann hätte ich nicht mal gewusst, dass ich irgendwelche Leute fragen soll. Da! Dieser Vollhund! Ich drücke den Knopf für das Dach. Ich habe jetzt bloß die Idee, wenn ich nämlich jetzt wieder runterfahre, könnte ich vielleicht... Im Dach haben wir noch nicht geschaut, okay. Warum sollte am Dach was sein? Vielleicht da irgendwas? Nee. Er stammt noch aus der Zeit, als dieses Hotel, dieses Gebäude ein Hotel war. Da kann ich nichts angucken, oder? Ne. Das ist bloß die Tür. Irgendwelche Balken. Irgendwelche Balken. Das ist der Aufzug selbst. Nein, da war nichts. Dann gehen wir wieder hinein. Dann fahren wir nochmal mit dem Aufzug einfach runter. Und schauen mal, was dann passiert. Nun komm. Auf, ich drücke den Knopf für den ersten Stock. Okay, jetzt funktioniert er. Habe ich da nochmal angeklopft? Jetzt warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Die Leute durchgeschaut. Wir müssen zurück in unser Zimmer. Es kann nur in unserem Zimmer mehr sein. Das gibt's nicht anders. Oder in Zimmer 206. Ach nö. Ach Schwachsinn. Zimmer 206 wohnt jemand, oder? 205 war's. 205 war es, glaube ich. Ach nee! Kyle, du bist eine Pfeife hoch 3. Dann kann es bloß in unser Zimmer was sein. Da müssen wir selber was haben. Worauf ich auf Anhieb einfach nicht komme. Vielleicht in unserem Badezimmer. Weil bisher haben wir diesen Raum auch noch nicht wirklich gebraucht. Warum hat er dann im Wasserheim eigentlich da, dort stehen? Der Eimer ist mit schmutzigem Wasser gefüllt. Gut, dass du den seit 5 Tagen da stehen hast, Kyle. Kein Problem. Bald schaut's aus wie im Hotel um. Also im Stockwerk, dass wie ein Hotel noch ausschaut. Schau mal den Schrank durch. Das ist mein Kleiderschrank. Was aussieht wie Buche, ist leider nur Speerholz von hier. So, was haben wir da? Ein paar meiner Hosen sind übereinander gelegt. An den Kleiderbügel hängen 2 meiner Jacken. Steht ein Regenschirm. Handtücher. Dildo. Am Hinterkopf der Figur befindet sich der Münzschlitz. Ja, da ist kein Kleidergeld mehr drin, weiß ich. Können wir also auch nicht brauchen. Da ist nicht. Da ist mein Bett. Das ist das Geschenk, das hatten wir schon. Können wir nochmal reinschauen. Sicherheitshalber.
Da kann ich nichts anwenden, außer das Briefpapier. Und den Schlüssel und den Baseball. Also auch nichtig. Was haben wir hier? Das ist die Stehlampe, das Radio. Plattenspieler, nee. Schauen wir mal in unseren Koffer von, in unserer Schachtel von Red Crown. Mich eingeschlossen. Ja, das hatten wir schon. Das ist der Türknauf. Das da ist ein starkes Bleichmittel. So steht es ebenfalls in der Gebrauchsanweisung. Aggressiver Reiniger. Kitschige Schneekugel. Miniaturlandschaft. So einen Ramsch kaufen die Leute wohl nur zu Weihnachten. Was ist das eigentlich? Hallo? Ein modernes Sicherheitsschloss. Es ist einfach zu montieren und ermöglicht zweifache Abschließen der Türen. Komisch, dass wir das noch nicht gebraucht haben. Kommt mir auch ein bisschen vor, als ob eigentlich alles eine Rolle gespielt hätte, aber wir eigentlich dies nicht genutzt haben. Oder nutzen konnten, weil einfach die Storyline zu kurz wurde. Weil das mit dem Schloss hätte mir schon gefallen. Was haben wir da? An der Wand hängen irgendwelche Notizen. Lagerbestände anfragen. Habe Schwierigkeiten, meine eigene Schrift zu entziffern. Auf den Tisch liegt mein Koffer mit Säckli, Whiskyflasche. Das ist wirklich traurig, dass die leer ist. Krawatte, ein Hemd. Ist da drin? Habe ich sie im Haus vergessen? Okay. Wahrscheinlich wollte ich nicht mit enthalten war bei Hotel Dusk, oder? Was steht da? Die nehme ich mit, wenn ich auf Dienstreise gehe. Da fällt mir ein, als ich letztes Jahr im Hotel Dusk übernachtet habe, hatte ich sie zu Hause vergessen. Ja, die wird er wahrscheinlich in Hotel Dusk nicht dabei gehabt haben. Das ist wahrscheinlich bloß, die sollte ich wohl bezahlen, so eine kleine Erinnerung dran. Martin Sommer, dieses Buch hat ihn über Nacht berühmt gemacht, seine späteren Werke sind jedoch allesamt grauenvoll geworden. Inklusive Last Window, das Geheimnis von Cape West, das er jetzt gerade schreibt. Das ist nicht dein Ernst! Ich suche seit einer halben Stunde die Ich habe die Plastikfolie gefunden. Die könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Ich nehme die rote Folie an mich. Nee. Ich Planänderung. Ich besauf mich jetzt und das Spiel ist zu Ende. Oh Gott. Leute von Holz. Ey, ist das peinlich. Wärt ihr darauf gekommen? Ich habe daran gar nicht mehr gedacht. Aber ich finde es halt schön, dass Kyle immer wieder so ein Gedankenspiel hat. Vielleicht könnte ich da schauen. Erst recht, man kann Leute durchfragen. Dann hat man selber was zu Hause. Das ist wahrscheinlich noch die Lösung. Mit der Folie müsste es theoretisch funktionieren. Es ist gleichmäßig und man kann durchschauen. Och, Charles, es tut mir so leid. Die letzte halbe Stunde suche ich lauter Schrott und finde nichts und jetzt habe ich's. Hier, eine rote Folie. Wenn wir die Folie über die Badezimmerlampe stülpen, könnte es gehen, oder? Weh dir. Und? Das könnte klappen. Du willst mich doch verarschen. Ich hau euch beide den Schädel zusammen. Das ist ein gutes Rot. Und außerdem lässt die Folie das Licht durch. Versuchen wir es damit. Genau, versuchen wir es. Stimmt, Nagellack ist nicht durchsichtig. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, und jetzt? Stülpen Sie das über die Lampe im Badezimmer. Schön, dass du dich daran beteiligst, aber... Wie tust du sonst Fotos entwickeln?
Wenn du jetzt keine Lampe hast. Ich glaube, der verarscht uns. Ich glaube, das ist ja alles nicht so korrekt. Rody Foley. Über die Lampe wahrscheinlich, oder? Ich stülpe die Plastikfolie über die Lampe. Yay, sexy time. Kyle is in love. Das sieht eigentlich ganz brauchbar aus. Mal sehen, was Charles dazu sagt. Ja, das dürfte gehen. Jetzt kann ich das Foto im Badezimmer entwickeln. Charles, lass mich das machen. Von mir aus, Mr. Hyde. Haben Sie so etwas schon einmal gemacht? Kein einziges Mal. Das fängt ja gut an. Aber was soll's? Sehen Sie, ich erkläre es Ihnen. Hier im Badezimmer finden Sie Fotopapier. Das tauchen Sie in die Schale mit dem Entwickler. Bewegen Sie es dabei ein wenig. Ziehen Sie das Blatt heraus, sobald sich das Bild deutlich abzeichnet. Sie dürfen das Bild nicht zu kurz und nicht zu lange im Entwicklerbad lassen. Das richtige Timing ist alles. Passen Sie also gut auf. Wird schon klappen. Kyle, warum machst du das eigentlich? Ich speichere mal kurz. Aber warum? Warum will... Was zur Hölle? Der ganze Raum war rot. Ich glaube, das ist Blut überall. Kyle, warum? Also ich finde es ja cool, dass er sich beteiligen will, aber jetzt kann ich es versauen und dann ist das Spiel zu Ende. Eieieiei, also die letzten Folgen machte mich immer mehr fertig. Aber kein Problem. Auf dem kleinen Arbeitstisch liegen einige Utensilien zur Filmentwicklung. Das ist das Fotopapier. Okay. Passt, oder? Man kann es erkennen. Taugt, oder? Hey, es hat sogar funktioniert. Ich glaube, ich spinne. Das war ja kinderleicht. Fotograf müsste man sein. Auf dem Foto ist Frank Raver zu sehen. Ich erhalte ein Foto von Frank. Vergleichen wir das mal mit dem 8mm Film. Mr. Hyde, hat es funktioniert? Aber klar doch. Da bin ich ja erleichtert. Während Sie am Entwickeln waren, habe ich noch zwei andere Bilder herausgesucht. Vergleichen Sie die beide am besten auch einmal. Ja gut, das finde ich cool, dass er sowas macht. Ich erhalte ein Foto von Tony. Ich erhalte ein Foto von Will. Wie muss ich die jetzt so vergleichen? Achso, mit dem 8mm Film, okay. Kein Problem. Schauen wir mal. Vergleichen wir das Bild mit dem 8mm Film. Oh Gott, das wollen sie gar nicht. Ich muss jetzt alle Fotos durchschneiden da. La 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 la. Halt da. La la la. Das ist nicht die Uhr. Nein, das ist auf keinen Fall Frank Raver. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auf Anhieb auf ihn getippt. Warte mal, das Bild von Tony, ist der da betrunken? Ja, er ist betrunken. Warum macht Joyce Bilder vom betrunkenen Tony? Vergleichen wir das Bild mit dem 8mm Film. Der einzige Nachteil, wenn man eine Apple Watch hat, man kriegt ständig Nachrichten draufgespielt und jedes Mal schaut man, obwohl man unter der Aufnahme ist. Ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich einfach die Aufnahme, während ich aufnehme, einfach den Flugzeugmodus reinhau. Naja, egal. Fetzen, Uhr. Nein, das ist nicht Tony. Der hat doch keine Uhr dran, das ist doch ein Armreif oder so, oder? Also, mal ganz ehrlich, ich kann mir fast nicht vorstellen. Ist das geil. Er sagt leider nichts dazu.
Ein Foto, das ich von Joyce bekommen habe. Es zeigt Tony Wolf, wie er lebt und lebt. Ich habe es von Joyce Film eingeentwickelt. Das zeigt Frank Graeber. Ein Foto, das ich von Joyce bekommen habe. Will ist darauf abgebildet, wie er in Locks Kaffee sitzt. Ja, das, ganz ehrlich, dann kann es bloß Will sein, aber ich verstehe nicht, warum. Was ist das jetzt für einen Zusammenhang? Wie kommt der in den vierten Stock, frage ich einmal so. Vergleich mir das Bild mit dem 8mm Film. Wir scrollen mal ein bisschen nach unten. Lalalala. Was haben wir denn hier? Da. Warum hat er die Hose? Warum fotografiert der Typ eigentlich die Hose? Weil das ist wirklich weltweit. Da haben wir es ja. Der Typ auf dem Film ist eindeutig weltweit. Eines ist allerdings seltsam. Auf dem Foto schleppt er eine Kamera umher. Der Kerl wirkt mir nicht, als stünde er auf Fotografie. Da ist irgendwas faul. Keine Ahnung. Ah, da ist es. Die Person auf dem 8mm Film ist weltweit. Kein Zweifel. Aber was hat der Kerl im vierten Stock verloren? Mr. Hyde, haben Sie etwas herausfinden können? Sie redete die ganze Zeit vor sich hin, ich habe aber nicht zugehört. Ja, allerdings. Und es passt zu deiner kleinen Bösewicht-Theorie. Die Person auf den 8mm Film ist weltweit. Na, das ist ja interessant. Mr. Hyde, was glauben Sie, wieso Mr. White dort oben war? Gute Frage. Soll ich ihn fragen? Lass den Unsinn, er wird dir sowieso nicht antworten. Ich werde das übernehmen. In Ordnung. Hier hast du deinen Film wieder. Danke, Charles. Du hast mir sehr geholfen. Ich gehe nochmal. Okay. Okay. Will weiter also. Mit dem sollte ich mal ein Wörtchen reden. Das sollte kein Problem sein. Mr. Will White. Wir hatten ja einen schlechten Start, aber jetzt hau ich ihn aufs Maul. Niemand daheim. Hm? Was? Die Tür von... Ach so. Mr. White ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Charles! Mr. White, Sie sind einfach zu weich. Was willst du mir damit sagen? Sie haben doch gesagt, dass Sie etwas herausfinden wollen. Und jetzt klopfen Sie ganz höflich einfach an die Tür und warten. Von einem Ex-Cop wie Ihnen hätte ich wirklich ein wenig mehr erwartet, Mr. White. Ehrlich, Sie enttäuschen mich. Charles, wenn du mir was sagen willst, dann drück dich deutlich aus, verstanden? Mr. Hyde, ich weiß sicher mehr über Will White als Sie. Der Kerl kam mir eben sehr verdächtig vor. Da habe ich ihn im Auge behalten. Wovon redest du? Na, sein Verhalten. Ich habe es dokumentiert. Obwohl er nur manchmal nach Hause kommt, scheint jemand bei ihm ein- und auszugehen. Manchmal kommt er rein... nur um mitten in der Nacht wieder zu verschwinden. Dieser Kerl ist kein normaler Vertreter, das können Sie mir glauben. Den kommen Sie mit normalen Methoden nicht bei. Und was schlägst du vor, du Meisterdetektiv? Sie könnten sein Zimmer ja einfach durchsuchen, wenn er unterwegs ist. Jetzt hätten Sie die Chance. Und du willst mir dabei helfen, oder wie? Warum nicht? Alleine wäre das zu gefährlich, oder? Wie bekomme ich die Türe zu seiner Wohnung auf? Kannst du mir das verraten? Mit einem Draht natürlich. Was? Moment mal, du kannst doch nicht einfach so da einbrechen. Und wie ich das kann. Charles, jetzt hör schon auf damit. Nein! Mr. Jeanette, was macht Dylan denn da? Was machen Sie denn in dieser Wohnung, Dylan? Achso, der kommt aus der Bude sogar raus. Also ich... Ich habe Geräusche aus der Wohnung gehört, aber Mr. White ist ja gar nicht zu Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht und durch das Schlüsselloch geschaut. So war es doch, Mr. Hyde. Nun... Und plötzlich springt die Tür auf und sie stehen vor mir. Sie haben mich ganz schön erschreckt, Dylan. Was hatten Sie denn eigentlich in der Wohnung von Mr. White verloren, Dylan? Ich, also... Mr. White hat mich darum gebeten. Um was hat er Sie gebeten? Er hat mich darum gebeten, schon mal einmal das Wasser abzustellen. Das Wasser, sagen Sie? Wieso das denn? Na, als Vorbereitung für den Auszug.
Also habe ich den Zweitschlüssel benutzt. Das Wasser dreht man doch als letztes ab, oder täusche ich mich da? Dylan! Auf jeden Fall bin ich auf Anweisung von Mr. Weir in seiner Wohnung gewesen. Also die Hirn... Dylan hastet von dann. Er scheint es plötzlich sehr eilig zu haben. Alles klar. Interessant. Habe ich mich erschreckt, Evan. Deine Ausrede hat er dir aber abgenommen. Nicht schlecht. Nein, das war nichts. Mir ist ja das Herz in die Hose gerutscht, als ich ihn angelogen habe. Na, dann passt doch alles. Freut mich, dass dir die Lügen nicht so leicht von den Lippen gehen. Aber Dylan hat sich wirklich verdächtig verhalten. Finden Sie nicht auch, wie schnell der auf einmal weg war? Ja, der hatte es eilig. Mr. Hyde, die Tür ist offen. Wer sagt's denn? Das gibt's ja nicht. Dylan hat vergessen, die Türe zu schließen. Jetzt müssen wir nicht am Schloss herumspielen. Das ist stark, Mr. Hyde. Lassen Sie uns gleich einmal reingehen und nachsehen. Nicht so schnell, Charles. Einer muss draußen bleiben und Schmiere stehen. Wir können es uns nicht leisten, erwischt zu werden. In Ordnung, Mr. Hyde. Sehen Sie sich nur um. Ich bleibe hier im Gang stehen. Klingt nach einem Plan. Wir sollten ein Zeichen vereinbaren, Mr. Hyde. Sollte jemand kommen, werde ich an die Tür klopfen. Am besten, Sie verhalten sich dann ganz ruhig. Wenn die Gefahr vorüber ist, klopfe ich erneut. Sind Sie damit einverstanden? Geht in Ordnung, Charles. An dir ist dein Kopf verloren gegangen. Ach du Scheiße. Erst recht, weil ich so ein super gutes Gehör habe. Das ist also Wills Zimmer. Ist schon weit mit dem Auszug anscheinend. Ganz schön trostlos, diese Bude. Sind nicht so aus, als würde ich hier jemand leben. Wir speichern sicherheitshalber. Die leise Musik wieder. Ach Gottelchen.